Drogen, Alkohol, Spielsucht. Wir alle leben in Sucht und Ordnung. Dieser Podcast berichtet über Konsum und Süchte, ohne diese zu verurteilen oder zu verherrlichen. Herzlich willkommen bei Sucht und Ordnung. Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Es ist die 21. Episode und es ist wieder eine Sonderepisode, denn ich will euch wieder so ein bisschen mitnehmen, wie es bei mir in der Therapie läuft oder in den letzten Sitzungen gelaufen ist. Und ich komme auch direkt zum Thema, also kein Bock da groß rumzulabern diesmal. Damit ihr wisst, was ihr euch erwartet ist, was war in meiner Einzelsitzung, was habe ich in der letzten Einzelsitzung gelernt und was hatten wir in der heutigen, beziehungsweise wenn ihr das hört, gestrigen Gruppensitzung. Genau. Judy, Einzelsitzung am letzten Donnerstag gehabt und ich startete mit der Frage, wie geht's dir? Ich denke so, nicht so gut. Ich war aufgeregt und was hat mich aufgeregt gemacht? Aufgeregt gemacht hat mich so ein bisschen das Ungewisse. Habe ich jedenfalls gedacht, dass es das ist. Aber ja, keine Ahnung. Es war so ein bisschen aufgeregt war eigentlich eher so die Angst, dass so langsam die Sachen angesprochen werden, die ich mein Leben lang verdrängt habe, nämlich negative Emotionen, familiäre Hintergründe, Arbeitsgeschichten, so dass man, ich bin so ein Typ, weißt du, ich kann 100% bringen, aber und viel, viel, viel mehr als 100, wo bei anderen Leuten 100% ist, aber ich schaff's nicht, Nein zu sagen. Ich finde die Grenzen nicht. Und das war auch mit ein Teil dieses Themas. Ich habe meiner Therapeutin dann gesagt, dass ich mit Stress schlecht klarkomme, was auch immer ein Grund war zu konsumieren. Und dass ich Kopfschmerzen habe. Ich habe lange Kopfschmerzen. Und immer, wenn der Stress hoch ist. Ne? Und dann hat sie gesagt, Mensch, jetzt stell dir doch mal, also kann man von halten, was man will. Ich fand das in dem Moment ziemlich veranschaulichend, ja, weil man muss ja auch, ich bin ja aufgewühlt, wenn ich da sitze und darüber nachdenke. Haben wir so einen dritten Stuhl zugeholt und dann sagte sie, stell dir mal vor, dein Kopfschmerz, der immer auftritt, wenn du irgendwie Stress hast oder zu viel arbeitest, der wäre eine Person. Was denkst du, was die Person dir sagen will? Und ich musste echt lange nachdenken. Was will der mir sagen? Er ist immer da, der will mich nerven. Der will sagen, dass das uncool ist, dass ich aufhören soll. Und dann ist es mir relativ schnell klar geworden, der ruft eigentlich Stopp. Eigentlich ruft er Stopp. Und er ruft es zu mir. Stopp. Alter, hör auf. Das ist zu viel. Schmerz. genau das ruft er, Alter. Und dann, also ich dachte immer, ich bin jemand, der schon sagt, wenn ihm was nicht passt. So. Ist auch in vielen Bereichen so, aber in anderen entscheidenden Bereichen eben nicht. Und da sagte sie, wenn der Stopp ruft, jetzt sei doch mal wieder du selbst und ruf du doch mal Stopp. Und ich dachte so, das ist jetzt so ein Experiment, so, ne? Stopp. Und sie so, das ist dein, und ich kenne das ja selbst, ich bin ja verkaufstechnisch ziemlich engagiert und gebe da auch Coaching und so und sie sagt so, das ist dein Stopp, das klang jetzt nicht überzeugend. Und ich so, Stopp. Und dann so, okay, das klingt schon besser. Stopp! Das klingt schon sehr viel besser. Wie fühlst du dich dabei? Und darauf hatte ich keine richtige Antwort. Ich so, es fühlt sich gut an, so nach dem Motto, eher so als Frage formuliert, mit am Hinterkopf kratzen und so. Weil ich das einfach
nie so richtig gemacht habe in den entscheidenden Situationen. Und wenn ich ganz ehrlich bin, jetzt mit 4 Tagen Abstand, das fühlt sich gut an. Das fühlt sich sehr gut an. Und ich glaube, ich muss lernen, das zu tun. Ich habe ein Problem damit, und das haben wir ja da auch, das haben wir in der Sitzung auch quasi nochmal festgestellt, Grenzen zu erkennen. Es gibt, das ist das Zweite, was ich aus dieser Sitzung mitgenommen habe, es gibt so 3 Typen von Menschen, was Belastbarkeit angeht. Wenn man sich eine horizontale und eine vertikale vorstellt, und das, ich sag mal, beziffern würde von 1 bis 5, also so 5 Zentimeter hoch in der vertikalen, dann gibt es 3 Personentypen. Der eine hat einen Balken bis 1 Zentimeter, der nächste bis 2 Zentimeter und dann gibt es den 3. Typen bis 3 Zentimeter. Den 1 Zentimeter hat, der ist wesentlich belastbarer als der mit den 3 Zentimetern, weil der kann schon eine Last aufnehmen. Da ist der Typ 3, sage ich mal, gerade mal am Anfang. Ja, das heißt, der ist wesentlich sensibler. Und wenn man dann diese Grenze, die Belastungsgrenze bei 5 Zentimetern setzen würde, ich hoffe, ihr wisst, was ich meine und könnt euch das bildlich vorstellen, dann ist bei dem Typ 3, den Typ 2 lassen wir mal beiseite, bei dem Typ 3 diese 5 Zentimeter schneller erreicht als bei dem Typ 1. Ja, das heißt, er ist sensibler für Belastung. Typ 1 kann aber sich sehr, sehr belasten, bis der überhaupt mal bei 5 ankommt, dauert das. Und wenn er dann über die 5 kommt, dann wundert sich der Typ 1, warum er auf einmal nicht mehr belastbar ist. Das war doch sonst alles möglich. Und es ist doch sonst alles handelbar gewesen. Und versteht das gar nicht. Und genauso geht's mir. Ich bin genau so ein Typ. Ich kann mich sehr, sehr, sehr belasten. Und mittlerweile frage ich mich, Alter, warum bist du nicht mehr belastbar? Warum fährst du bei der kleinsten schlechten Kritik aus der Haut? Warum regst du dich schnell auf? Warum hast du ständig Kopfschmerzen? Ja, weil meine 5 Zentimeter erreicht sind. So, und da bin ich mittlerweile drüber sogar schon. An der Stelle haben wir so ein bisschen die Einzelsitzung beendet. Ich habe schon so die Vermutung, wo das Ganze hingeht. Hat nicht nur was mit Konsum zu tun. Und ja, wir werden das sehen. Emotionen, die da noch mit reinspielen, das kommt ja noch dazu. Ich fange in letzter Zeit immer öfter unkontrolliert an zu weinen, weil Emotionen hochschwappen, die ich halt die letzten 20 Jahre so ein bisschen, oder was heißt ein bisschen, die ich komplett abgetötet habe. Und das ist teilweise, verstehe ich nicht, warum ich heule so. Und naja, das ist so eine Sache, ne? Auf jeden Fall war ich Donnerstag beim Fußball, war auch nicht ganz so bei der Sache, bin umgeknickt, lag das ganze Wochenende dann auf der Couch. Und das ganze Wochenende habe ich quasi bei jeder Kleinigkeit angefangen zu heulen. In der U-Bahn auf dem Weg nach Hause von der Therapie ging es schon los. Blick nach unten, straight nach unten, lass dir nichts anmerken, so nach dem Motto, weil Berlin ist eine Millionenstadt, ne? Wenn ich das an der Bushaltestelle in einem Dorf gemacht hätte, wäre mir das wahrscheinlich egal gewesen. Aber mit 100 Leuten in so einem U-Bahn-Waggon, so, es hätte mir auch egal sein können, aber auf einmal bist du so der Verrückte, der in der U-Bahn einfach losheult, so, das will ich ja auch nicht. Dann habe ich mir den Film angeguckt, den ich euch letztens empfohlen habe am Freitag in der Crystal-Episode, Beautiful Boy, da, wo der Vater um seinen Sohn kämpft einfach, und der Sohn ist drogenabhängig geworden, da habe ich geheult wie ein Schlosshund. Aber auch ein paar andere Sachen. Meine Frau und ich haben jetzt am Sonntag waren wir im Kino. Ich glaube, es war Sonntag, ja. Haben die Hochzeit geguckt, weil wir ja dieses Jahr heiraten wollen. Und wir haben gedacht, okay, wenn wir uns den Film angucken, so, dann sind wir gewappnet. Ging eigentlich mehr um eine Beerdigung als um eine Hochzeit. Aber egal, ich will jetzt nicht spoilern. Aber da gab es so viele Situationen, da habe ich im Kino einfach geheult. So. Und ich bin eigentlich überhaupt nicht der Typ, der im Kino heult. Einfach, weil ich mich mittlerweile damit identifizieren kann und
die Emotionen nicht sofort im ersten Moment unterdrücke, sondern so langsam auch ein kleines bisschen zulasse. Ein kleines bisschen. Ich glaube, ich habe die Befürchtung, da kommt noch mehr. Okay. Und wenn ihr das heute hört, ich lade das ja heute am Dienstag hoch, dann war ich gestern am Montag, was für mich gerade heute ist, bei der Gruppentherapie. Das Thema hier war Risikosituationen. Super interessantes Thema. Geht so ein bisschen, am Ende geht es immer so ein bisschen in die um Rückfallvermeidung. Zum Thema Rückfälle hatten wir ja auch eine Episode vor kurzem. Und es startete mit so einem Kreislauf. Wir sind ja unser ganzes Leben lang in einer Situation, also in verschiedenen Situationen, aber wir können das nicht abschalten, wir sind immer in einer Situation. Und verbunden damit ist immer eine Emotion, auch wenn man sie nicht immer sofort merkt oder unterdrückt oder sie nicht checkt, weil sie normal ist. Und verbunden mit dieser Emotion und dieser Situation sind auch immer Gedanken, auch wenn man sie nicht unbedingt immer mitbekommt oder sie unterbewusst ablaufen. Und gerade wenn man auf Substanzen ist, dann checkt man das sowieso oft nicht, dann schiebt man das nach hinten, dann unterdrückt man das Ganze so ein bisschen. Auf jeden Fall ist es so dieser Kreislauf. Es gibt bei jeder Situation Emotionen und bei jeder Emotion mit Gedanken. Und dann hat, das haben wir erstmal so hingenommen. Entschuldigung. Und dann ging es zu einem Experiment. Damals, als die Psychologie begann, am Ende des 19. Jahrhunderts, also 1800, schieß mich tot, da war das so, dass man musste ja erstmal beweisen, dass die Psychologie auch eine Wissenschaft ist, ne? Bei Mathematik, bei Physik und so, das ist alles ganz easy. Das ist messbar, aber die Psychologie ist nicht so richtig messbar. Und dann gab's, ich glaube, der hieß Popovic? Nee, nicht Popovic. Pavlov. Der Pavlov hat einen Experiment mit Hunden gemacht. Und zwar wollte er Freude messbar machen. Dazu muss man gucken, was macht so ein Hund, wenn er sich freut, ne? Der wedelt mit dem Schwanz, der springt so ein bisschen rum, der rennt vielleicht im Kreis, und entscheidend der Sabbat, also dem läuft das Wasser im Mund zusammen, so. Und das hat Pavlov auch erkannt, und hat, dem Hund so ein Gerät in die Schnauze, so ein Messgerät quasi in die Schnauze installiert, nennen wir es mal so, und hat dem dann einen Knochen gegeben. Und als er dem den Knochen gegeben hat, war der Sabba, der Geifer, messbar, weil dieses Gefäß sich damit gefüllt hat. Das heißt, Hund kriegt den Knochen, Hund sabbert und freut sich, alles gut. Als nächstes hat Pavlov eine Klingel genommen, so eine kleine Glocke, und hat die dem Hund gezeigt. Und der Hund wusste natürlich nicht, was los ist. Er denkt so, was Glocke? Was soll ich mit der Glocke anfangen? Es läutet, okay, damit kann ich nichts anfangen. Also ist da nichts passiert. Im nächsten Schritt, vielleicht kennt ihr ja dieses Experiment auch und ich erzähle euch hier gerade Blödsinn, nicht Blödsinn, aber ich klaue euch gerade eure Zeit, ist gleich vorbei, keine Panik. Das nächste Ding ist, er hat das Ganze kombiniert. Er hat die Glocke geläutet, ding dong, Knochen. Und der Hund, der hat sich gefreut, weil er hat ja den Knochen gehabt, hat aber die Glocke gehört und war vielleicht auch noch gar nicht so richtig bewusst, was die Glocke soll. Auf jeden Fall hat er sich gefreut, der Knochen ist da. Und so hat er das öfter wiederholt. Ding, dong, Knochen. Ding, dong, Knochen. Hund freut sich. Und Hund verbindet langsam Glocke mit Knochen. Das heißt, er wurde dahin konditioniert. Und er sabbert. Und das Gefäß füllt sich wieder. Und das ist messbar. Als nächstes hat er den Knochen weggelassen. Hat die Glocke geläutet. Ding, dong. Hund freut sich, weil Hund denkt, okay, jetzt kommt gleich der Knochen. Kommt aber kein Knochen. Aber der ist trotzdem
der Sabbater. Und hier wird's interessant. Denn er ist konditioniert worden auf Glocke mit Knochen, Ding-Dong, Knochen. Und irgendwann gab's nur noch Ding-Dong. Und er hat erstmal sich gefreut. Aber das Gute und das Positive in dem Fall ist, für alle, die suchtkrank sind, und dabei zähle ich mich ja dazu, das Positive für uns ist, man kann dieses Ding auch entkonditionieren. Die Erinnerung wird zwar immer irgendwo ein bisschen da bleiben, aber irgendwann gewöhnt man sich daran, dass bei dem einfachen Ding-Dong kein Belohnung mehr da ist. Und jetzt ersetzen wir mal den Knochen durch Konsummittel, egal ob legal oder illegal, oder durch Spiele oder was auch immer, wovon man süchtig ist. Und die Glocke ist der Triggerpunkt. Und genau das gilt es ja zu vermeiden. Jetzt ist es so, es ging um Risikosituationen. Wir haben dann erarbeitet, was sind denn eigentlich Risikosituationen für mich persönlich? Also ich spreche jetzt nur von mir. Jeder hat ja seine eigenen Risikosituationen. Und für mich ist eine der größten Risikosituationen der Arbeitsplatz. A will was, B will was von mir, dann kommt noch C will was von mir, nebenbei klingelt das Telefon, es kommen 4, 5 E-Mails und ich habe das Gefühl, alles passiert auf einmal. Jeder will irgendwas von mir. Das ist die Situation. Und jetzt kommen wir zurück zu dem Ding Situation, Emotion, Gedanken. Und die Emotion, die Situation, alles auf einmal, hat in mir welche Emotion ausgelöst? Richtig, ein unwohles Gefühl. Ein sehr, sehr unwohles Gefühl, die Situation nicht handeln zu können. Vielleicht auch ein bisschen Angst oder überfordert zu sein. Und dann ist der Legitimationsgedanke oder der selbsterlaubende Gedanke ist dann, okay, ich schaffe das jetzt nicht anders. Ich brauche das jetzt, um die Situation zu handeln. Das war eins dieser Beispiele. Als was ist noch so ein Ding? Eine Situation kann sein, alte Freunde zu treffen. Das hatten wir in der Rückfallfolge schon. Alte Konsumfreunde treffen. Das ist die Situation. Die Emotion dabei ist Freude und Gewohnheit. Und teilweise auch ein bisschen Spaß, ja. Und der Gedanke dabei kann sein, das haben wir doch immer schon so gemacht, also der Legitimationsgedanke, der selbsterlaubende Gedanke, das haben wir doch immer so gemacht, ja, oder einmal ist kein Mal. Was mich persönlich auch an Situationen, und ich ratter das jetzt einfach runter, weil am Ende müsst ihr eure Situation selbst reflektieren. Ich sag euch nur, was meine sind. Familienstreit, zu viel Alkohol, der dann wiederum im Streit endet. Da habe ich Ärger, Trauer mit aufgeschrieben. Trauer, dass das in der Familie so abgeht oder abging. Und auch da der Legitimationsgedanke, alle machen das doch, also alle konsumieren hier Alkohol oder alle konsumieren, nehmen wir mal konsumieren, nur einfach nur, weil ich habe ja andere Konsummittel dann genommen, alle konsumieren, dann darf ich das doch auch, wir sind ja Herdentiere, der Mensch ist ja ein Herdentier und wenn wir früher evolutionär von der Gruppe ausgeschlossen waren, dann war das ja das Todesurteil eines jeden und von daher man will dabei sein, so, ne? Man will nicht ausgeschlossen werden. Das ist ja genauso wie bei Mobbingopfern. Die wollen ja auch nicht ausgeschlossen werden. Aber das ist nochmal eine andere emotionale Ebene. Was habe ich noch? Ich habe Erfolg aufgeschrieben. Wenn ich gerade, weiß ich nicht, einen neuen Vertriebsrekord aufgestellt habe oder 40
Leute an einem Tag akquiriert habe in der Kaltakquise oder oder keine Ahnung, 60 Leute fotografiert habe oder so. Erfolg als Situation. Das Gefühl dabei ist klar, das ist Freude, das ist, ich will noch mehr, ich will das richtig, ja, vielleicht so ein bisschen, keine Ahnung, nimmersatt. Also das Gefühl ist Freude, richtige Freude. Und der Gedanke dabei ist wiederum, der Legitimationsgedanke ist, ich will feiern, ich habe was Außergewöhnliches geleistet und dafür habe ich mir eine Belohnung verdient. Jetzt, ich mache das erstmal alles ohne Wertung, ne? Aber um zu verstehen, wie ich überhaupt gedacht habe oder wie viele Leute denken, ist es super, super wichtig. Und dann gibt's natürlich noch Orte, die einen triggern und die auch Risikosituationen sein können. Für mich persönlich ist das zum Beispiel in Berlin der Neulendorfplatz. Am Neulendorfplatz habe ich mich mit sehr, sehr, sehr vielen Konsumfreunden getroffen und dort sind sehr, sehr, sehr viele kranke Nächte nicht geendet, aber haben dort angefangen. Und wenn ich an diesem Ort bin, dann kommt die Emotion Angst, dass es vielleicht wieder so wird oder die Erinnerung, wie viel Freude man dort hatte. Ne? Einfach nur so diese Erinnerung an das, an die Situation. Und der Legitimationsgedanke auch hier ist, haben wir doch immer so gemacht. Jetzt würde man mir als, und das hat der Therapeut auch gesagt, ein Suchttherapeut würde mir empfehlen, grundsätzlich diese Situation zu meiden. Im Beispiel Neulendorfplatz ist das sicherlich möglich, besser umsetzbar als im Bereich Familienfeier. Achso, ein Beispiel habe ich noch. Ein Beispiel möchte ich noch bringen. Und zwar Situation, und die kennt jeder von euch. Eure Eltern sagen euch, was für euch besser ist. Das musst du so machen, du musst gute Noten nach Hause bringen, sonst wird aus dir nie was. Schon mal, also das kann man ja selber sehen, wie man will. Was soll da auch draus werden, wenn das so formuliert wird? Die Emotion dabei ist Angst. Angst, dass erstens die Eltern recht haben und zweitens Ärger, dass sie einem nicht vertrauen oder nichts zutrauen. Und drittens kommt dann Trotz ins Spiel. Trotz und Ärger ist, ich sehe das mal ähnlich. Also ich habe Trotz formuliert, aber es ist eigentlich Ärger. Ja, und dann ist der Legitimationsgedanke, ich mache das einfach. Was wollt ihr mir denn erzählen? Ihr werdet sehen, ist, glaube ich, der Legitimationsgedanke. Dann, um zu ballern, ganz einfach, um zu ballern. Jetzt habe ich so ein bisschen den Faden verloren. Auf jeden Fall hat er dann gesagt, der Suchttherapeut gesagt, Mensch, als Suchttherapeut würde ich euch natürlich immer empfehlen, den Weg des geringsten Risikos zu gehen. In so einen Geschichten wie mit sich mit den Eltern unterhalten oder mit der Familie unterhalten, geht das natürlich nicht. Umso wichtiger, und jetzt kommt was ich daraus schließe, was ich heute so ein bisschen gelernt habe und was ich generell in den letzten, was ist ja, was ich eigentlich schon immer sage, Kommunikation ist wichtig. Und dabei muss man aber auch von Grund auf ehrlich sein. Also ehrliche Kommunikation miteinander und auch dem anderen zu sagen, wie fühlt sich das gerade an, ohne dem einen Vorwurf zu machen. Und das ist sehr, sehr schwer, das weiß ich. Habe ich nie hingekriegt. Weiß ich auch gar nicht, ob ich es heute hinkriege. Es gibt 1000 Situationen, wo man emotional aufbrausend reagiert. Wichtig ist es, gerade den Menschen, den man liebt oder die man liebt, dann auch zu erzählen, wie man sich fühlt. Okay, ihr Lieben, das ist so ein bisschen wie ein Pokerspiel. Den Weg des geringsten Risikos zu gehen, stellt euch vor, ihr spielt mit 7-2, die schlechteste Starthand beim Texas Hold'em, obwohl ihr auch mit Pocket Aces spielen könntet. Ja, jeder, der so ein bisschen mit Poker, der versteht das. Okay. Also, alles ohne Wertung. Ich wollte euch mal einfach nur wieder mit auf die Reise nehmen.
Bei mir wird das in nächster Zeit nochmal ein bisschen mehr emotional. Alles, was ich heute gelernt habe, heute mitgenommen habe, beziehungsweise für euch ist es ja gestern, das arbeitet gerade in mir. Ja. Achso, eine Sache noch. Ey, eine Sache noch. Lasst uns das Ding heute positiv beenden. Voll geil. Und zwar hatte der gute Sick von Schorestein Papier gestern am Sonntag einen Livestream, also für euch vorgestern, einen Livestream von 19 bis 23 Uhr. Und wer das gesehen hat, ein paar von euch haben mich schon angeschrieben. Herzlichen Dank für das Feedback im Nachhinein. Der hat mitbekommen, dass Sick mich angerufen hat und wir genau über das Thema Emotionen gesprochen haben. An der Stelle, Sick, herzlichen Dank für das Gespräch. Hat mir super viel Spaß gemacht. Ich freue mich. Und jetzt kommt, Achtung, Werbung, am 12.03. in der Columbia-Halle am Potsdamer Platz, am Platz der Luftbrücke in Berlin, auf deinen Auftritt, Schorestein Papier, Kalter Entzug heißt das Programm, sorry. Kalter Entzug zum letzten Mal. Und dann freue ich mich auf ein echtes Kennenlernen. Genau, ansonsten noch viele andere schöne Themen dabei gewesen. Auch der Chris aus der Episode 16, aka die Nachteule, war in dem Livestream und hat mit Sick telefoniert. Das Thema das ist auch bei YouTube. Das werde ich euch verlinken. Wann erkläre ich meinen Kindern und wie erkläre ich meinen Kindern, dass ich suchtkrank bin? Also auch ein sehr, sehr interessantes Thema. Dazu möchte ich auch gleich noch einen kleinen Shoutout geben an Rush Sleep Great Repeat mit dem Typen vom Viertelkollektiv, die dazu auch eine Episode gemacht haben auf dem Podcast vom Adriano, Rush Sleep Crack Repeat. Okay, ihr Lieben, das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein. Ich bedanke mich, dass ihr zugehört habt, wie immer. Hoffe, ihr werdet eure Schlüsse ziehen. Begleitet mich bitte weiter auf dem Weg, das freut mich sehr. Gibt mir sehr, sehr viel und wir sehen uns in den sozialen Medien. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Abend und haut da rein. Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen, schreibt uns gerne jederzeit. Und wenn es euch gefallen hat, folgt uns auf Facebook und Instagram. Bis bald bei Sucht und Ordnung.